Und willkommen zu einem neuen Video bei German TV. Und was hatte ich heute vor? Also, ich hatte es nicht vor, aber ich habe einfach mal auf mein Handy geschaut. Auf einmal kriege ich über WhatsApp von einer anonymen Nummer eine Nachricht. Und die Nachricht enthält: Bestelle das Ronald McDonald Happy Meal um 3 Uhr nachts. Und dann habe ich mir gedacht, seit wann gibt es ein Ronald McDonald Happy Meal? Und dann habe ich mich informiert. Und die großen YouTuber haben es schon ausgepackt, wie, ich nenne jetzt keine Namen, aber es haben schon viele gemacht, auch im Ausland sehr populär. Und dann habe ich mir gedacht, da muss irgendwas dran sein. Dann habe ich mich mehr informiert, dann bin ich auf ein Video gestoßen. Und das Video enthält, dass man das Ronald McDonald Happy Meal nur im Oktober bestellen kann. Und es wird auf jeden Fall sowieso ankommen an Halloween. Also an Halloween ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du das Happy Meal um 3 Uhr nachts vor deiner Tür stehen hast. Und deine Nase läuft ein bisschen, aber ich bin nicht erkältet, ne? Genau. Ja, dann denke ich mir, probieren wir das mal aus, ne? Dann habe ich mir gedacht, gucke ich mal hier um 3 Uhr nachts. Ich habe es auch gerade bestellt. Und wie ich schon gerade gesagt habe, ich habe es gefunden. Und ja, also man muss bei dem Feld da, wo man reinschreiben kann, was raus soll, was rein soll, muss man Ronald McDonald Happy Meal um 3 Uhr nachts hinschreiben. Und dann kriegst du anscheinend ein normales Happy Meal. Aber da sind nicht Sachen drin, wo du wie immer bekommst, sondern sehr verstörende Sachen. Also nicht verstörende, aber du kriegst USB-Sticks, irgend so eine Clown-Ronald-Puppe da, irgend so ein Getränk, so ein rotes Getränk mit so zwei Trolli-Klotzer-Augen. Also, oh, ne, das ist nicht ganz ohne, ne? Und wenn ihr es bestellen wollt, dann müsst ihr euch auf jeden Fall in Acht geben. Ja, okay, macht's besser nicht nach. Dafür bin ich hier. Genau. Ja, wie ihr im Thumbnail auch gesehen habt, also Ronald McDonald, ne? Ich habe das Happy Meal natürlich um 3 Uhr nachts bestellt. Und ja, das sollte jetzt in 10 Minuten ankommen. Also steht bei der App. Sehr schnelle Lieferung auf jeden Fall. Und wenn ihr keine neuen Videos von mir verpassen wollt, dann abonniert mich und tut die Glocke aktivieren. Also wirklich die Glocke aktivieren, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Dann warten wir jetzt. Also ich warte jetzt. Ihr kriegt jetzt hier ins 20 Sekunden geguckt, aber ich warte jetzt, bis das Happy Meal angekommen ist. Das Happy Meal ist gerade angekommen. Genau. Hier. McCafé, komischerweise. Obwohl da doch McDonald's stehen sollte. Also das goldene M. Warum steht da McCafé? Okay. Auf jeden Fall ein Klassiker, ein Fruchtquatsch. Ja. Und was ich, auch noch, was ich vergessen habe, gerade euch zu zeigen, ist das Getränk. Und das machen wir jetzt gleich auf. Mal gucken, ob auch ein ich wollte gerade sagen, ob da ein USB-Stick drin ist. Das ist. Nein. Da ist ein USB-Stick. Okay, es hat geklappt. Wir müssen jetzt erstmal gucken, was im Happy Meal drin ist, weil schon schwer, ne? Hier der Kassenbon, wo ich zerknüllt reingelegt habe. Einen USB-Stick machen oder was überhaupt drin ist, keine Ahnung, es ist safe ein USB-Stick, das sieht schon so aus. Machen wir am Ende auf. Natürlich, das Highlight ist natürlich der Burger. Ne? Ich habe einen Cheeseburger habe ich dazu bestellt. So, dann machen wir mal das Getränk auf. Okay,
Ihr dürft als erstes reingucken. Oh mein Gott, da ist das Getränk. Ja, sieht schon ein bisschen komisch aus. Die Augen, die sind schön rot, ne? Das ist auf jeden Fall das geheime Ronald McDonald Getränk. Dann werde ich es mal hier probieren. Boah! Very delicious. Nee, das schmeckt scheiße. Oh, nee, das schmeckt gar nicht gut, ne? Das schmeckt nicht gut. Okay, jetzt machen wir einen Fruchtquatsch auf. Schreibt mal in die Kommentare Apfeltüte oder Fruchtquatsch. Ja, ist halt ein Fruchtquatsch, ne? Ich bin so gespannt, was in dem Happy Meal drin ist. Also normal sieht es ja schon aus, ne? Aber bei vielen YouTubern hat man aber auch schon komische Sachen gesehen, ne? Also McDonald's echt ein Minuspunkt. Das Getränk schmeckt wirklich nicht gut. Vielleicht ist es auch gar nicht von McDonald's. Vielleicht ist es auch von Ronald McDonald persönlich. Und die Filiale weiß es nicht mal. Ja, okay. Jetzt hier nicht so große Sorgen machen. Wir machen mal hier das... das Handy mir auf hier. Wo habe ich einen USB-Stick hier? Schon gedacht. Den lege ich mal hier hin, bevor ich den noch verliere. Oh ne, es hat schon so ein Geräusch gemacht. Das ist ein USB-Stick. Okay. Ah, yes, da ist Essen drin. Nicht irgend so ein komisches Zeug. Ein Hamburger. Damn, brother. A Hamburger. Und die heiß begehrten. Oh. Die heiß begehrten Pommes. Ein klassischer Hamburger, wie bei Mutti. Ich war ein klassischer Cheeseburger. Oh, damn, look at that. Normaler Stuff. Burger, Pommes auf die zwei. Pommes sind ein bisschen kalt geworden. Das ist wirklich sehr lecker. Test. Das darf man wohl auch nicht machen. Das ignorieren wir mal. Ich kann gerade nicht sagen. Das ist gerade unglaublich lecker, ey. Ich hatte selten ein verfluchtes Happy Meal, wo Essen drin war. Oh. Was war das? Hey! Oh,
geht immer mehr zu McDonalds. Und nicht zu Burger King. Hey, stopp! Ich habe die Pommes in der Gift. Das ist gerade mit mir passiert. Ich hab schon mal Hunger. Ich hoffe, ihr habt das Video genossen. Ronald McDonald ist out.